Heute mal aus einer anderen Perspektive. Ja, heute ist Tag 5. Hey, Tag 5. Mensch. Ja, gestern hatte ich ja einen recht schönen Tag. Also da war auch keinerlei Zwang zu verspüren. Heute dagegen ging es mir phasenweise nicht so gut. Ich bin viel am Knibbeln. Also hier. Ich muss zeigen, ich kann mal ein bisschen näher dran. Sieht man das vielleicht so ein bisschen? Hat sich so ein bisschen entzündet hier vom vielen Knibbeln. Guck mal, da bin ich auch verschmiert. ja, also es fängt an, ein bisschen anstrengender zu werden. Es ist aber immer noch grün, noch kein Orange. Hatte das noch ganz gut unter Kontrolle. Ich war vorhin im Badezimmer mit der Pinzette und habe so ein bisschen Augenbrauenpflege betrieben und übertrieben, wie immer. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal kurz am Auge geguckt, was denn da zu holen wäre. Habe mich dann aber noch ganz schnell in den Griff gehabt und habe die weit weggelegt. Pinzette und habe sogar kurz darüber nachgedacht, ob ich die vielleicht mal von jemandem, also von meinem Mann, dass er die verschwinden lässt, komplett, dass er die versteckt. Aber ich kenne mich, mich stört das, ne? Also wenn ich dann hier so rumfühle und hier wächst dann wie hier, wo sich jetzt hier was entzündet hat, da wächst dann irgendwie so ein Härchen und dann knibbel ich die ganze Zeit rum und dann will ich, dass das weg ist, dass ich das mit der Pinzette finde und dass ich es halt wegreiße. Und manchmal sind die eben halt zwar zu fühlen, mit den Fingern zu fühlen, aber noch so kurz, dass ich den nicht herausgerissen bekomme. Also ich, mit der Pinzette ist jemand dann schwierig. Und dann entsteht eben halt das sich dann entzündet, das anfängt zu bluten auch. Also eine richtige Hautverletzung dann da kommt. Und naja, und genau. Ja, das ist immer ganz schlimm, wenn ich dann so rumfühle und ich fühle dann da auf einmal was. Und das passiert mir sogar überall. Also es ist noch nicht mal so, dass mir das nur zu Hause passiert, dass ich nur zu Hause dann am Fühlen bin. Sondern kann überall sein. Dass ich immer halt da am Fühlen bin. Und wenn ich dann auf einmal tatsächlich was ein Härchen fühle, was da nicht hingehört, dann werde ich ganz kribbelig und dann möchte ich es am liebsten sofort, was dann natürlich nicht geht. In manchen Situationen beim Einkaufen und so ist halt schwierig, ne? Also ich habe dann keinen Handspiegel dabei und die Pinzette dabei und stelle mich dann irgendwo in eine Ladenecke und fange dann an. Nein, das ist Quatsch. Da muss ich mich halt dann in Geduld üben, bis ich dann zu Hause bin. Es ist sogar so, dass ich könnte sogar sagen, mein Trich ist sogar erweitert, weil mich stören sogar fremde Haare. Also, wenn mein Mann zum Beispiel ihm eine Augenbraue absteht, dann möchte ich am liebsten, das fände ich so toll, wenn er das erlauben würde. Erlaubt er aber nicht. Ja, das stört mich sogar eben halt dann bei anderen. Ja, so ganz Fremde nicht, da nie. Also ich möchte da auch gar kein, also ich könnte auch kein Friseur sein, keine Friseuse sein. Ich mag nicht andere, also ganz fremde Menschen an die Haare gehen und da anfassen. Aber jetzt, also mein Mann, da habe ich natürlich kein Problem mit. Und da würde ich mir manchmal wünschen, er würde das erlauben. Ja, genau. Nee, ansonsten gibt es eigentlich nichts zu erzählen heute. Wie gesagt, es ist noch immer auf grün, die Ampel, auch wenn es halt schon wieder ein bisschen anstrengender war jetzt. Bin mal gespannt, wie es weitergeht und habe mir vorgenommen, dass wenn die erste Woche um ist, werde ich mich ein bisschen belohnen und mir gedacht, vielleicht gehe ich mal shoppen und vielleicht so, auch um mich selber anzuspornen. Ja, weiß ich noch nicht was. Irgendwas möchte ich gerne was Schönes machen, wenn die ersten 7 Tage geschafft sind. Und vielleicht
schaffe ich das sogar dann kontinuierlich, das jede Woche zu wiederholen. Ich muss mal sehen. Okay, das war's schon von mir. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.